Ja, hallo zusammen. Hier nochmal in der Future Zone. Es geht hier um die neuen Trends, natürlich jetzt im Bereich der Maker, des Maker-Movements. Und ein großer Teil des Ganzen ist ja immer der Zugang zu dieser ganzen, sag ich mal, Technologie. Auf der einen Seite, klar, im Bereich reiner Software ist das ganz einfach möglich. Jeder kann sich mittlerweile im Internet sehr, sehr viel an Software herunterladen, aber die Maker beschäftigen sich ja mit wesentlich mehr als nur der reinen Software. Da kommt im zweiten Fall oft was dazu, wo man sagt, naja gut, jetzt brauche ich noch irgendwie ein Teilchen, kann ich mir vielleicht auch schon in meinem 3D-Drucker selber drucken. Dementsprechend gibt es solche Plattformen vielleicht wie Thingiverse, wo ich mir irgendwas dann runterladen kann. Aber es geht natürlich noch einen wesentlichen Schritt weiter, weil es besteht ja meistens nicht nur aus Plastikteilchen und ein bisschen Software, sondern letztendlich geht es darum, dass auch die Elektronikprojekte per se, wenn sie denn mal von einem Maker erfunden, zusammengestellt worden sind, distribuiert werden sollen. Und genau darum geht's heute und jetzt. Felix wird uns dazu was vorstellen und ich freue mich auf den Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Ich möchte heute ein bisschen genau darüber erzählen. Und zwar The Power of One tatsächlich. One, weil es immer einen Bastler gibt, der eine coole Idee hat, die für sich selbst baut, die aber auch unglaublich interessant für andere Mitmenschen oder auch Mitbauer oder auch fernab von Kontinenten ist. Und da haben wir als Bastler eigentlich auch mit Software eine unglaublich gute Möglichkeit, mit On-Demand-Manufacturing tatsächlich das zu nutzen, um eben genau da zu unterstützen und eben diese Plattform aufzubauen. Denn wir glauben eigentlich, dass wir alle, eigentlich ist jeder ein kreatives Genie. Denn Kreativität ist eigentlich, ist im Kopf. Kreativität ist, hat jeder Mensch, egal wie ausgeprägt. Und wir glauben eben auch, dass mit den richtigen, die richtigen Werkzeuge, es sind eben die richtigen Werkzeuge, die man braucht. Richtige Werkzeuge in dem Fall sind eben, die entsprechende Elektronik bauen zu können, die entsprechenden Kombinationen auch aufsetzen zu können, das ganze Ding zusammenbauen zu können. Weil wenn man die richtigen Werkzeuge dafür hat, dann kann man auch für zum Beispiel für Kinder wunderbare Bausätze aufsetzen. Man kann Geräte bauen für, tatsächlich sieht man hinten auch im FabLab Aachen, die Blinden zum Sehen bringen. Das sind Geräte, das sind physikalische Geräte, die brauchen Elektronik, die brauchen Software. Und das ist etwas, das ist ganz wichtig, dass man sowas auch in die Welt bringen kann. Und das ist an einem Platz entstanden und das muss woanders auch nachbaubar sein. Und das Schöne ist, das Gleiche kann auch, es gibt tatsächlich auch Projekte hier in Europa, die damit sich beschäftigen, Bausätze für Raketen zu bauen. Dass jeder Mensch eine Rakete ins All schießen kann. Und das ist etwas, das ist unglaublich inspirierend, das sollte jeder machen können. Denn was passiert, wenn man Informationen aus dem All beziehen kann und jeder kann diese Informationen sich holen, weil eben jeder eine Rakete ins All schießen kann. Und das ist unglaublich faszinierend. Das Problem ist tatsächlich, Elektronik ist da in dem Fall tatsächlich sehr schwer. Weil zum einen ist es teilweise nicht zugänglich, weil, also es gibt Leute so, in dem Fall auch wie mich, die von Elektronik eigentlich relativ wenig Ahnung haben. Wir brauchen Bausätze. Wir brauchen Bausätze, um die Sachen zusammenzubauen. Wir nehmen den Arduino, wir nehmen Breakout-Boards, wir klatschen die zusammen und dann wird daraus eine Funktion. Wir können das programmieren. Es gibt aber welche, die können das noch nicht mal programmieren. Und dann gibt es wieder welche, die sind super gut im Konstruieren. Die können es richtig, richtig gut konstruieren. Haben aber keine Ahnung, wie sie das in die Welt bringen. Und das ist, sagen wir mal, da haben wir im Prinzip es mit zwei großen Problemen zu tun. Das erste Problem ist eigentlich einmal, wie kriege ich eigentlich meine Elektronik so hin, dass sie, sagen wir mal, schnell zu einem Status kommt, dass andere sie verwenden können. Das ist entweder Schnelligkeit und
Kosten verbunden eigentlich, also weil sehr, sehr teuer normalerweise schnell über Elektronik iterieren zu können. Ich muss Hardware bestellen, ich muss die bestücken, ich muss die funktionstesten. Das muss schneller gehen und günstiger gehen. Das heißt also, da muss man eigentlich innerhalb von einer Woche sofort neue Platinen bekommen können, sofort neue Bauteile bekommen können, um eben schnell das Ding, neue Projekt umzusetzen, zu den Prototyp möglichst schnell reif zu bekommen für andere. Das andere Problem, wenn ich damit fertig bin, ist eigentlich, große Mengen davon produzieren zu müssen oder eben darauf sich zu verlassen, dass es überall in irgendwelchen Fab Labs produziert werden kann. Das ist große Quantitäten, das sind ganz andere Fragen, die ich mir stellen muss. Da frage ich mich, mit welchem Fertiger mache ich das? Wo lasse ich das bestücken? Ist mein Design überhaupt fertigbar in großen Serien? Weil das ist manchmal bei Breakout Balls gar nicht so einfach, wenn man sie verwendet. Und wenn ich das auf der anderen Seite im Prinzip das Ganze mich auf FabLabs verlasse, dann verlasse ich mich darauf, dass das Ökosystem überall gleich ist. Das ist es aber in der Regel nicht. Das heißt also, nicht jedes FabLab hat einen Laser, der ausgestattet ist, um Platinen auszulasern zum Beispiel. Oder nicht jedes FabLab hat die wichtigen Utensilien, die dafür benötigt werden, um die Prototypen fertigzustellen. Und deswegen muss man sich da ganz andere Fragen stellen. Wenn ich das weltweit verfügbar machen kann, reicht es eben nicht, die Pläne zu veröffentlichen. Sondern ich muss sicherstellen, dass die Bauteile verfügbar sind. Ich muss sicherstellen, dass sie weltweit versendbar sind. Und all diese Dinge, das ist etwas, das würde ich sagen, damit will man sich nicht beschäftigen müssen. Weil das Problem muss man einmal lösen, einmal gescheit automatisieren und dann hat man das ja. Also das ist im Prinzip, also man muss sich eine Lösung basteln, um eben genau das eben einfach wegzuabstrahieren, wie Software. Und das ist eigentlich so wir nennen es Stupid Maker Idea, die wir im Prinzip im kleinen Kreis in Aachen hatten. Machen wir es doch mal einfach so, dass wir genau diese Probleme relativ schnell lösen. Also machen wir es schnell verfügbar, einfach verfügbar und machen es auch noch günstig. Und das weltweit. Das heißt also Logistik und Fertigung so wegabstrahieren, so automatisieren, dass man es eben, dass es sinnvoll weltweit verfügbar geworden werden kann. Das machen wir, ja, also das ist eigentlich der Kern, den wir eigentlich auch in die Bastlerwelt treiben wollen. Wir wollen es eben, dass jeder in der Lage ist, entweder selber zu designen, das Design möglichst schnell zu einem, sagen wir, für andere verfügbar machbaren Prototypen hinbekommt. Wir möchten sehr schnell, dass andere, die das nicht in der Lage sind, das selber nachzufertigen oder selber zu konstruieren, fertigbar machen, dass sie im Prinzip auf den Knopf drücken und das Ganze wird gefertigt für sie. Und wir möchten es verfügbar machen. Also bei dem schnellen und einfachen Iterieren von Prototypen, ein kleines Beispiel, was wir hier auch an einem anderen Stand sehen können. Also wir haben drei Projekte mal rausgesucht, die davon bereits jetzt ein bisschen profitieren. Und zwar einmal hinten an Booth 93 ist tatsächlich Mr. Beam. Der verwendet von uns gefertigte Platinen. Der macht seine Prototypenentwicklung damit. Wir haben hinten im FabLab Aachen haben wir die Motorweste, wie sie sich nennt. Das ist ein Gerät, womit Blinde tatsächlich sehen können. Das ist eine Kamera, die Bewegungen aufnimmt, die Umgebung aufnimmt und dann entsprechend in Vibration umsetzt. Ein sehr interessantes Projekt, um eben genau für Blinde oder für Sehgeschädigte eben die Umgebung sehbar zu machen. Das ist auch, wird auch schon aktiv verwendet. Und an unserem Stand, also dem Stand 7, haben wir auch ein Projekt der Technischen Universität Barcelona. Die bauen tatsächlich eine Rocket, die man nachher ins All schießen kann. Das kann auch jeder nachbauen. Also es ist tatsächlich so, das ist ein Projekt, das ist total faszinierend. Und wir sind sehr glücklich, dass wir da auch mit teil sein dürfen. Denn, also was wir machen, ist eben von
von Bastlern für Bastler, ist eben einmal, dass man bei uns Elektronik, also Platinen, besorgen kann. Immer in, also nicht in einfache Platinen, sondern es geht um Dreierstückzahl. Warum? Eine zum Kaputtmachen, eine zum Zusammenbauen und eine zum Verschenken. Es ist also immer wichtig, die Dreierstückzahl ist insofern ganz wichtig. Unser Ziel ist, dass man als Bastler ans Ziel kommt. Das Gleiche eben, das kommt jetzt diese Woche tatsächlich, dass es mit Bauteilen geliefert werden kann. Also man kann tatsächlich die Platine bestellen und die Bauteile. Man bekommt 3 Platinen. Man bekommt aber nicht nur 3-mal die Bauteile, sondern man bekommt die Bauteile so, dass man genau einmal zum Ziel kommt. Und zwar bei teuren Bauteilen bekommt man eben ein bisschen nur 1 dazu. Bei den billigeren Bauteilen runden wir auf den nächsten 10er, weil es kostet eh nichts. Aber so, dass man auf jeden Fall ans Ziel kommt. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig, weil wir wollen einmal A, dass jeder Bastler ans Ziel kommen kann und auch seine Arbeit teilen kann. Und in dem Moment, wo man das gemacht hat, kann man das im Prinzip weltweit verteilen. Und die Verteilung übernehmen wir dann. Ja, das war's. Also für Fragen. War jetzt schon richtig schnell, ja. Ich denke mir, also ich habe jetzt, bei mir ging jetzt hier gerade ein riesengroßes Kopfkino an in Sachen. Ich hatte hier schon einiges auch im Bereich Biohacking gesehen, wo man mit allen möglichen Sachen was machen kann. Und das ist genau die Idee. Wie bringe ich meine einzelne Idee dann wirklich an den Mann, beziehungsweise im Zweifelsfall an die ganze Welt? Ja, ich weiß nicht, gibt es jetzt hier im Publikum noch Fragen? Ich hätte auf alle Fälle noch eine Frage. Wenn ich denn jetzt einen Roboter zusammengestellt habe, den als, ja, sag ich mal, Prototyp, als erste Version bei mir habe, wie muss ich mit euch Kontakt aufnehmen? Wie reif oder weit muss ich schon sein? Also der Weg ist eigentlich von Anfang an. Also sprich, in dem Moment, wo du zusätzliche Elektronik benötigst, also eine Platine, Bauteile, kannst du das bei uns eigentlich, das Projekt, schon hochladen. Also da fängst du im Prinzip schon an. Du kannst es für dich selber erstmal bestellen. Und so lange iterieren, bis du zufrieden bist. Und dann sagst du, okay, jetzt ist es richtig reif. Dann klickst du auf den Knopf und dann wird es quasi in den Marktplatz reingeschoben und du kannst es jederzeit dann an jeden weitergeben. Ah, das heißt, ich stelle mir schon bei euch sozusagen die Einzelteile zusammen, ja. Sag dann, das Ganze ist jetzt ein Bundle, ja. Und dann geht's los. Ah, relativ einfach, so sieht man, so kriegt man auch seine Projekte einfach in die große Maker-Welt, sodass es dann letztendlich auch Leute zusammenbauen können wie ich. Ich bin nämlich auch ein sehr großer Bausatz-Fan. Selbst für die kleinen Zahnbürstenroboter habe ich ganz gerne einen Bausatz. Ja. Ja, wie gesagt, das Ganze kann man jetzt auch nochmal sich dann direkt in Realo am Stand 7 auch anschauen, bei Eisler Direkt. Ja. Und ich sag mal vielen Dank für den weiten Weg von Aachen nach München hier auf die Make-Em-Fair. Und ja, vielen Dank nochmal euch. Ja, danke.